Zurück bei Alan Wake. Bin immer noch auf dem Weg zur Tankstelle und werde von dem verdammten Irren Carl Stuckey verfolgt. Er ist mit seiner Lieblingsaxt hinter uns her. Und ich kann nur hoffen, er verdrückt sich und lässt mich bis zur Tankstelle kommen. Andernfalls muss ich ihn natürlich brutal umlegen. Ach du Schande, Holzfäller, geh weg! Boom, Holzfäller. Komm, nächster Mann. Ach du Scheiße, Batterien. Ich muss Batterien tauschen. Kuh. Au, verdammt. Oh, der hat mich erwischt. Den hab ich erwischt. Wo ist der zweite? Batterien. Nachladen. Mann, das ist eine verdammt brenzlige Geschichte. Ich bräuchte mal ein bisschen Licht. Mal wieder fit zu werden. Unzählige verdammte Holzfäller. Komm schon, hops hops. Alan, streng dich an. Sonst warst du die längste Zeit erfolgreicher Schriftsteller gewesen. Und deine Frau Alice wartet außerdem irgendwo. Okay, wieder ein paar Helferpfeile. Oh, ich habe immer Angst, dass mir irgendwelche Baumstämme auf den Schädel krachen hier. Die Leiter da hoch. Was höre ich da eigentlich die ganze Zeit für ein übles Atmen im Hintergrund? Furchtbar. So, was ist denn hier? Wo geht's denn hier hin? Wo sind wir denn hier? Eine schöne Hütte. Besessene, Besessene. Ja, Besessene. The Taken are filled with darkness. Tja, die Besessenen sind dann wohl die witzigen Waldarbeiter hier. Verdammt. Rein da. Wer schreibt mir hier eigentlich die netten Graffiti-Botschaften? Da ist die nächste Kiste. Öffnen. Batterien, sehr gut. Perfekt. 18 mal Batterien jetzt. Sollte bis zur Tankstelle ausreichen. Hoffe ich. Ich kann nur hoffen, dass die Waldarbeiter irgendwie begrenzt sind. Nicht, dass die irgendwie unendlich auftauchen. Runterklettern. Dann schätze ich, muss ich weiter durch dieses Tor. Da hinten ist ein Auto. Wie komme ich denn hier durch? Kann er hier vielleicht drüber klettern, der liebe Alan? Tja, Alan, du stellst dich manchmal an. Was soll ich dazu sagen? Vielleicht doch von oben irgendwie. Ab geht's. Komm, Alan. Lass knacken. Okay, jetzt können wir schauen, ob wir da irgendwie oben drüber kommen. Ah, das sieht schlecht aus. Wie komme ich denn bitte darüber? Das schockt mich jetzt etwas. Sitze ich hier etwa schon fest? Los, komm wieder runter. Ab geht's. Gehst du runter, Alan? So. Jetzt muss ich hier irgendwie mal schauen, wie es weitergeht. Ja, ich fürchte, ich muss dieses verdammte, komplette Holzfällerlager hier passieren. Das ist doch wieder mal spitze. Weiter geht's, komm. Was ist das denn da? Da oben ist Licht.
Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Aber das hatten wir doch schon mal. Das Licht macht mir doch die Treppe hoffentlich wieder ganz, oder? Okay, hier mal gucken. Was haben wir denn hier? Revolvermunition. Batterien. Revolvermunition voll. Oh Gott, davon kann man doch nie genug haben. Kann der sich nicht irgendwo einen Rucksack einpacken? Wie komme ich denn da hoch am besten? Was haben wir denn da? Kann ich da irgendwie... Okay, was haben wir denn hier? Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Generator finden, okay. Und versuchen zu überleben. Wo könnte denn hier der Generator sein? Verlaufen hier irgendwo Stromleitungen? Oh, da. Das sieht mir nach einem Generator aus. Tja. Ja, klar. Komm, vergiss es. Komm, verschwind! Oh, verdammt. Jetzt wird's eng. Oh Gott. Leuchtpistole, komm! Oh Mann, das war eng. Das war eng, Freunde. Aber richtig eng. Puh, jetzt den Generator. Du musst etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Ja, das hoffe ich ja auch. Komm schon, komm schon, komm schon. Spring an. Spring an. Alles klar. Okay, wir haben Saft. Und wir haben Licht. Beides verdammt wichtig. Ab ins Licht. Oh yes. Jetzt schauen wir mal, was hier drin noch versteckt ist. Manuskriptseite. Was haben wir denn hier? Weg wird von Vögeln angegriffen. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in 100 tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Okay, jetzt werden wir auch noch aus der Luft angegriffen. Da können wir uns drauf freuen. Also, super. Was die sich alles einfallen lassen, die Schriftsteller. Naja, selbst schuld, da musst du jetzt drunter leiden. Also, wenn du Unsinn erfindest, dann wird er dich jagen, der Unsinn. Wie im richtigen Leben. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Eine dicke Flinte ist auf jeden Fall schon mal ein Traum. Flinte im Regal, Traum. Damit gehe ich jetzt ab nach draußen. Okay, ich habe nur 2 Schuss für die Flinte. Nehme ich erstmal wieder die Kanone in die Hand. Den kleinen Revolver. Und jetzt haben wir hier überall ein bisschen Licht. Das sieht alles schon viel netter aus. Das sieht schon viel netter aus. So, was muss ich denn jetzt am besten machen? Hier kann ich auf die Leiter gehen. Und da könnte ich wahrscheinlich drüber springen, wenn das Ding ein bisschen in meine Richtung gesteuert wäre. Okay, Holzhebemaschine bewegen. Zack, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ich würde sagen, das sieht gut aus. Das wird getestet. Dann komme ich darüber. Oh Gott. Ich hoffe es. Na komm schon, komm schon, komm schon. Ellen. Oh, Ellen. So. Da hinten ist ja hier... Oh, da ist ja eine Thermosflasche, die ich hier einsammeln kann. Ich glaube, ich hole mir erst die Thermosflasche. Oh Mann. Tja, wir müssen Geduld mit Ellen haben. Der sieht nicht immer alles sofort. So. Flitz los. Oh Gott, jetzt werde ich hier noch angegriffen bei meinem Glück.
schnell aus der dunklen Ecke rauskommen. Das ist furchtbar. Jetzt werde ich für immer und ewig Angst vor Waldarbeitern haben nach dem Spiel. Stelle ich mir lustig vor, wenn man im Wald mal einem Waldarbeiter begegnet und er erstmal mit der Taschenlampe anleuchtet. Okay. Fertig. Alan, streng dich an! Hops! Jawohl. Oh! Ah, geschafft, geschafft! Wir sind raus. Baby! Schnell ins Licht, ins Licht, ins Licht. Geh ins Licht. Ah. Sehr schön. Kontrollpunkt erreicht. Mal gucken, was der alte Mann im Radio sagt. Das wird mich etwas ablenken. Da muss ich keine Angst mehr haben. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich ja fast alle schon im Bett, aber wenn ja, ihr ja, ich würde gerne im Bett liegen. Was ist das denn hier? Und atme tief ein. Feil. Kiste, immer gut. Erstmal nachladen. Oh, wieder eine Leuchtpistole. Sehr gut, sehr gut. Oh Mann, die hat mir eben den Arsch gerettet. Das steht fest. Drei Waldarbeiter auf einmal sind mir schon zu viel. Und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo, wen habe ich dran? Hallo, Pat, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice Horton. Okay, also, weiter ich war geht's. Gerade mit Tobi Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Ich will mir die Radiosendung jetzt nicht anhören. Ich muss zur Tankstelle. Schon wieder eine Manuskriptseite. Oh Mann. Okay. Wake findet Seiten. Ja, das habe ich bereits gemerkt. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Tja. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Ja, ich hoffe, dass die Seiten uns das jetzt alles verraten und wir hier vernünftig weiterkommen und vor allem erstmal diese verdammte Tankstelle erreichen. Oh Mann, weiter. Das sieht mir schwer nach Tankstelle aus da hinten. Okay. Die Tankstelle war nah. Ja. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Einladend durch die Dunkelheit? Ich muss doch hier wahrscheinlich noch einen riesigen Kreis laufen. Oh Gott. Der muss waschen. Es ist doch schon wieder dieser verdammte irre Karl Stucky irgendwo in der Nähe. Monster Hotdog, was will der mit Hotdogs jetzt? Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Teil von Alan Wake. Naja, wieder mal mit mir, Alan Wake und dem verrückten Karl Stucky.